Yo, na? Moin, moin! Es ist das Comeback, auf das alle gewartet haben. Damn! Vor 11 Tagen das letzte Video. Sorry, aber ich habe auch eine Erklärung dafür. Und zwar Shoutout an YouTube, denn ich habe tatsächlich meinen ersten richtigen Strike bekommen und konnte deswegen 7 Tage kein Video hochladen. Und vertraut mir, diese 7 Tage ohne euch waren die Hölle. Und naja, die restlichen Tage habe ich auch einfach reingeschissen, weil ich mir dachte, komm, jetzt ist eh schon alles gefickt. Aber alles gut, denn ich bin jetzt zurück wie noch nie. Wir gehen auch wieder back to the roots mit den Minecraft Let's Plays im Hintergrund. Bitte schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr das mehr feiert mit Gameplay im Hintergrund oder lieber ohne. Ich bin mir noch unsicher. Aber wobei ich mir sicher bin, ist, dass Lehrer, die auf TikTok unterwegs sind, absolut komisch und verstörend sind. Ich habe die Woche jetzt gut genutzt, um ein paar verrückte Clips zu finden von irgendwelchen Lehrern, die entweder selber TikToks machen oder gefilmt wurden und dann einfach auf TikTok gepackt wurden gegen ihren Willen. Ja, das passiert auch auf jeder zweiten Hauptschule in Deutschland. Da werden die Lehrer sowieso nicht ernst genommen. Ich dachte, man geht in die Schule, um was Sinnvolles fürs Leben zu lernen. Ach, was laber ich. Hier, das bekommt man in der Schule gelernt fürs Leben. Ich bin jetzt seit 2 Jahren nicht mehr da und habe original alles vergessen. Die guten Pläne, was die Lehrer mit mir vorhatten, sind gescheitert. Ich sitze jetzt hier und mache YouTube. Klasse. Der in der ersten Reihe cringet sich auch schon komplett in den Boden. Verständlich. Was dachte sich die Lehrerin dabei? Die dachte kurz, sie ist cool und hip, wenn sie dieses Korn-Meme unterrichtet. Bruh. Und das ist der Grund, wieso sie auch niemand mehr ernst nehmen kann danach. Wir sind verloren mit diesen Lehrern. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so aussieht oder aussah. Bei mir gab es so 1, 2, vielleicht 3 coole Lehrer, die mich nicht auseinandergenommen haben, wenn ich im Unterricht kurz weggepennt bin. Aber gut, naja, auf anderen Schulen gibt es halt solche hier. 3 Gründe, warum man bei mir nicht immer auf Toilette gehen darf. Erstens, wenn die Pause gerade vorbei ist und die Girlgang der Klasse auf einmal gleichzeitig auf Toilette gehen muss. Wieso läuft da im Hintergrund der Beat von Sonja Offenbach an meinem Block? An meinem Block werden Paras geschoben. 14. Stock liegt noch auf dem Boden. Wenn die Pause gerade vorbei ist und die Girlgang der Klasse auf einmal gleichzeitig auf Toilette gehen muss, dann, meine Lieben, werde ich euch das nicht erlauben. Ekelhaft, diese Lehrer, die einen verbieten, aufs Klo zu gehen. So, und das Argument mit der Pause zählt auch nicht. Jeder Schüler weiß ganz genau, von was ich spreche. Die Toiletten sehen halt einfach so in der Pause aus. Normal hat da keiner Bock reinzugehen. By the way, wäre das meine Lehrerin gewesen, ich hätte mit Absicht Hausaufgaben vergessen, damit ich nachsitzen muss. Zweitens, wenn derselbe Schüler jede Stunde immer wieder auf Toilette gehen muss, dann werde ich dich irgendwann darauf ansprechen und wenn du dann keine gute Erklärung für mich hast, dann tut's mir leid, aber dann werde ich dich nicht mehr immer auf Toilette gehen lassen. Drittens, wenn ich dich auf Toilette lasse und auf einmal 5 Lehrer in meiner Klasse stehen, 3 Schüler rumschreien, 10 Türen knallen und am besten noch die neuesten Deutschrap-Songs auf dem Gang gespielt werden, dann weiß ich, du warst wahrscheinlich nicht auf Toilette. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, ob sie wirklich eine Lehrerin ist. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe mich schlau gemacht. Ich bin das Internet durchforstet, um eine Antwort zu finden auf diese Frage. Ob sie wirklich eine Lehrerin ist oder das Ganze nur macht für Aufmerksamkeit. Ich bin auf andere TikToks gestoßen und yep, sie ist wirklich eine Lehrerin. Keine Ahnung, ob ich das gut finde oder absolut geisteskrank. Outfits, die ich als echte Lehrerin trage. Montag. Auf chillig. Auf chillig. Aber genau das ist dieses Outfit. Wenn ich das angehabt habe, haben mich meine Lehrer zerstört, dass ich in die Schule gehe wie ein Penner. Dienstag, okay, noch chilliger. Ich sag doch, die kommt 100% aus Frankfurt und ist insgeheim eigentlich so eine, die in einem Street-Tinder-Video auftaucht von Pumpin' Monkey und sich dann alle gegenseitig beleidigen. Wow. Na, guck mal, anstatt dich irgendwie drüber lustig zu machen oder, keine Ahnung, irgendwelche Vorwürfe zu machen, du sollst vielleicht mal fragen, warum ich rauche. Walla. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, guck mal, ich komme aus Frankfurt, Walla, nenn mir eine Person, die nicht raucht. Aber irgendwie hat sie es geschafft, System zu dribbeln und geschafft, dass sie Lehrerin wird. Ich wette, so ihre Kollegen im Lehrerzimmer, die sind immer so richtig abgefuckt, wenn sie sowas trägt. Und
by the way, was geht hier eigentlich gerade ab? Stell dir vor, du bist Schüler, willst gerade so deine Übung machen im Unterricht, auf einmal vorne an der Tafel, sie holt Handy raus, ein anderer Schüler soll filmen und sie macht Influencer-Lifestyle-TikToks und zeigt ihre Klamotten. Ich würde mein Leben hinterfragen und mir würde auch klar werden, dass alles hier nur ein schlechter Scam ist. Ich schwöre auf alles, wäre ich 16 gewesen und das meine Lehrerin, ich hätte mich in sie verliebt. Und ich hätte auch für jede Arbeit gelernt, dass ich immer eine 1 schreibe, dass ich ihr Lieblingsschüler bin. Und ich habe noch mehr gefunden. Yo, okay, alles klar. Ich glaube mittlerweile, sie hat Main-Character-Syndrom. TikTok zerstört unsere Gehirne. Stell dir vor, du chillst so mit deinem Homie im Schulhaus, im Flur, ihr macht euch einen entspannten und auf einmal läuft sie dort lang und macht einen halben Topmodel-Catwalk und goofy TikToks neben euch. Und dann schnauzt sie euch noch an, dass ihr in die Klasse gehen sollt. Ich könnte sie niemals ernst nehmen. Das ist too much für eine Lehrerin. Meiner Meinung nach muss man ein bisschen Respekt haben vor denen. Die müssen schon so echt streng aussehen, damit man auch sich irgendwie anstrengend aufzupassen, weil wenn da irgendein Hampelmann vorne an der Tafel steht, natürlich passe ich nicht auf und mache nur mit meinen Jungs im Unterricht. Ich glaube, wenn sie wirklich eine echte Lehrerin ist, die Klasse ist komplett am Eskalieren. Main-Character, ich sag's doch, ich hab's doch gesagt, die hat wirklich Main-Character-Syndrom. Die armen Schüler, Mann. Lehrer dürfen sich nicht so kleiden. I had to talk about a Hurensohn. I would talk about you. Because you are a real Hurensohn. So f*** you. Yo, okay. Okay. Relax. Ab jetzt ist vorbei. Irgendwelche Schüler werden snitchen, das dem Direktor zeigen und Fitner machen. Die verliert ihren Job. Sie beleidigt einfach in einem TikTok. Normalste Lehrerin in Duisburg, Frankfurt oder Bottrum. Ohne Witz. Und es geht direkt weiter. Falls ihr mehr Gründe dafür braucht, wieso Lehrer kein TikTok haben sollten, seht selbst. Und die Schüler haben nichts dagegen, mitten im Unterricht ein TikTok zu drehen? Schauen wir doch mal. Ey Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf einen TikTok? Herr Grimm, ist das gerade die scheiß ernste Schreibe eine Klassenarbeit? Lassen Sie es mal mit Ihren TikToks. Damien, ich glaube, du kriegst gleich eine 5 auf deine Klassenarbeit. Savage Love. Get somebody, get somebody. Ach du heilige Scheiße. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dass ich mir selber nichts antue. Das war das Unangenehmste, was ich diese Woche gesehen habe. Wer ist er? Und noch viel schlimmer, was macht er? Savage Love. Get somebody, get somebody. Der Voicecrack kam auch aus tiefstem Herzen, weil er sich selber geschämt hat. Mir kann doch niemand erzählen, dass sie sich danach dachten, boah, nice, Mann, was haben wir hier für ein lustiges TikTok erstellt? Komm, wir laden das direkt hoch, damit die ganze Welt das sehen kann. Und was müssen sich die Eltern denken? Die gehen davon aus, dass ihre Kinder in der Schule was beigebracht bekommen, aber stattdessen geht das dort ab. Mein ganzer Körper zittert vor Cringe. Was zitterst du so? Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich will mit einer Gabel in einen Toaster stechen. Sorry. Naja, wie auch immer. Da draußen gibt's doch bestimmt noch ein paar normale Lehrer. Oder? Oder? Hey, yo! Wow, 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 wow! Das geht hier in eine ganz falsche Richtung. Ja, na, 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 na. Okay, ich check, dass man irgendwann den Schülern auch erwachsenen Dinge beibringen muss, aber ganz bestimmt nicht auf diese Weise. Okay, sorry, ich übertreibe gerade. Ich riskiere hier schon wieder den nächsten Strike. Das war natürlich nur ein lustiges TikTok. Das kommt also bei der Projektwoche rum. Nice. Cool. Wirklich. Und Shoutout an diesen random Lehrer, der das mitgemacht hat. Ich meine, wer kann schon sagen, dass er seinen Lehrer gerisst hat? Und übrigens, ich würde auch lieber ihn rissen als sie. Das, was jetzt kommt, ich kann immer noch nicht fassen, dass das der Wahrheit entspricht. This teacher, Cynthia Perkins, did the unthinkable. Okay, Cynthia. Was ist das für ein Zungenbrecher, dieser Name? Ich habe halben Anfall bekommen. Notiz an mich selber, date niemals eine Frau mit diesem Namen. So, und was hat diese Lehrerin jetzt gemacht? Wieso sieht das so aus, als wäre sie in einem Mugshot von der Polizei? Where they claim students receive a superior quality education. Instead, students received something more sinister. Perkins fed cupcakes to school children that were laced with her husband's... What the fuck? Okay, das hat echt jetzt eine crazy Wendung genommen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also willst du mir sagen, dass die Lehrerin wirklich Cupcakes mit zur Schule gebracht hat, in die ihr Mann reingebastet hat? Nein, 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 nein. Nein! Nein! Das erklärt jetzt auch, wieso sie wahrscheinlich schon längst im Knast ist. Was dachten die sich dabei? Yo, das ist eine geile Idee. Lass mich einfach mal kurz in die Cupcakes b***en.
Ja gut, mehr brauche ich doch nicht zu hören. Found a vault filled with encrypted hard drives. The horrific evidence led to Cynthia and her husband being charged with 150 crimes. GG's, dass sie in den Knast wandert. Oh Mann, Schulen sind ein gottloser Ort. Dort entsteht wirklich jeder Funken böse. Das ist echt hart. Genauso hart wie der Mann, der reingejackt hat. Ach, scheiß drauf. Lass weitermachen. Ich muss das verdrängen. Okay. Da haben wir sie ja. Auf jeder Schule gibt es diese eine Lehrerin, die genau so aussieht und komplett durchgeknallt ist. Wer auch immer dort seinen Granatapfel essen will, F an diesen gefallenen Bruder. Der will einfach nur snacken und die rastet komplett aus. Die hat Paranoia vor Granatäpfeln. Naja, wenigstens wurden in die nicht reingeknickt. Ich konnte auch nie ernst bleiben, wenn die Lehrer ausgerastet sind. Es ist selten passiert, aber das war definitiv immer das Highlight des Schuljahres. POV, du bist Lehrerin und bekommst Dinge mit, die du gar nicht wissen wolltest. Hast du nicht gerade gesagt, du hängst noch an deiner Ex? Ja, aber ich gehe fremd an der. An der? Auf die. Auf die? An sie. An sie. Ja, was soll ich sagen, Mann? Ich warte dich doch nur. Ich gehe halt fremd zu der. Ich gehe fremd zu der. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, danke dir. Ich gehe fremd an der. Auf die, ich gehe fremd auf die, auf ihr. Ja, 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 ja. Und hier auch wieder die nächste Lehrerin, die TikTok macht. God damn. Die sieht so aus, als wäre sie gerade auf einer Hochzeit. Original, bei mir gab es nie eine von diesen Lehrerinnen. Wieso? Wieso? Naja, wie auch immer. Freunde, Jungs und Mädels, ich küsse doch mal wieder eure Augen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ciao, ciao.